PSV-Freunde, ich hoffe doch mal sehr, dass ihr die Fußballpleite so einigermaßen weggesteckt habt, schon wieder ein bisschen gerade ausschauen könnt. Gerade wenn nicht, habe ich hier vielleicht genau die richtige Medizin, ein Video in der Disziplin, wo wir Deutschen definitiv die Nase vorn haben. Skat, da sind wir führend, das nimmt uns so schnell auch keiner weg und die Weltmeisterschaft kommt noch. Ich habe jetzt hier am letzten Wochenende eine Turnierserie gespielt, 36 Spiele und das sind die guten Nachrichten. Kleiner Spoiler-Alarm, es lief sehr gut bei mir, die Karte lief wirklich rund. Es waren aber auch starke Gegner und interessante Spiele, von daher ein Leckerbissen können wir mal jetzt reinschauen. Ging hier gleich los mit dem ersten Spiel, wo ich in Mittelhand 6 volle habe mit 3 Assen, allerdings keinen Buben. Ich sage 18, Vorhand hält und ein bisschen nachdenklich kann einen das schon stimmen, beziehungsweise die Alarmglocken können jetzt schon mal langsam zu schellen anfangen. Natürlich mit so viel Vollen reizt ich noch ein bisschen weiter. 30, 33 hätte ich sicher noch gesagt. Ich komme hier für 22 ran. Aber man muss sich doch überlegen, was Vorhand wohl spielen wollte. 0 mit Sicherheit nicht, wo ich selbst 3 Siebenen habe. Insofern kann ich mit der Findung Kreuz Bube und Kreuz Lusche sehr, sehr zufrieden sein. Trotzdem stellt sich natürlich jetzt schon die Frage bei diesem sehr starken Spiel jetzt, wie am geschicktesten drücken und immer auch mal mit dem Schlimmsten rechnen. Deswegen habe ich gesagt, ich möchte nicht auf diesen Doppelläufer in Karo angewiesen sein. Mir langen 5 Volle zum Sieg. Deswegen drücke ich nicht nur die Herz 10, sondern auch die Karo 10. Und das war gerade gegen diesen Aufschlag hier ziemlich gut, denke ich, ziemlich wichtig. Denn wenn ich jetzt nur 10 gedrückt hätte, 24 Augen liegen und nach dem Pik-Aufschlag, der ist natürlich für mich nicht besonders günstig, wäre jetzt schon die Frage, wie überhaupt weiter gleich Karo Ass und 10 hinziehen. Auch sehr gefährlich, wenn die Karo 10 dann von Dennis gestochen wird und die Piken nachkommen oder sogar das Karo Ass. Und mit Trumpf macht man es sich auch nicht unbedingt leicht. Trumpf von oben, dann stehst du gegen 5 Trumpf plötzlich richtig im Regen. Trumpf von unten, dann kann dir das Gleiche wieder passieren, dass über Pik die Karos abgeschmissen werden. Also so war es mir schon lieber. Jetzt habe ich einen einfachen Plan. Ich ziehe das Karo Ass. Das läuft auch noch zum Glück. Damit habe ich jetzt schon 45 liegen und gehe einfach jetzt gar nicht über Trumpf, sondern spiele Pik raus. Ich brauche jetzt nur noch 2 Stiche, um das Spiel zu gewinnen, ein Trumpf vollen und den Kreuzbuben, das wird dann schon irgendwie reichen. Und was wir hier auch sehen, Karo stand zu dritt hinter mir. Jetzt sind beide Bilder abgeschmissen worden, denn die Drückung war natürlich nicht ganz offensichtlich für die Gegenspieler. Das heißt, die Karo 7 ist jetzt trotz der gedrückten Karo 10 noch zur Stehkarte avanciert. Jetzt spielt Vorhand hier Trumpf und an diesem Trumpfzug sehe ich ja auch, dass ich alles richtig gemacht habe. Von hinten fällt die Trumpflusche nicht, Dame oder König, das kann an sich nur heißen, denn es hat 5 Trumpf dagegen. Die 3 Buben musste ich ihm bei der Reizung ja sowieso schon zutrauen. Und man kann vielleicht sagen, es wäre etwas cleverer gewesen, hier nicht gleich mit dem Buben zu starten und mir den Stand komplett zu verraten, sondern erstmal mit dem Bild hätte ich mich vielleicht ein bisschen schwerer getan, mit einem Vollen raufzulaufen, wäre letztendlich aber auch nicht so dramatisch gewesen. Einen Vollen habe ich ja nun auf jeden Fall über. So ist es jetzt für mich ganz leicht. Ich steche jetzt sogar zuerst, nun muss Dennis zurückstechen und dann habe ich noch wunderbar die Gabel mit Kreuz Bube und Trumpf 10 und kann dann also sagen, obwohl 5 Trumpf dagegen standen, Pik zu dritt, Karo zu dritt, gab es bei dem Spiel also jetzt absolut überhaupt keine Schwierigkeiten, 76 Augen leicht gewonnen. Das zweite Spiel sind natürlich in Vorhand sehr schöne Karten. Ass, 10 König, Ass, Ass, 2 Buben. Das reiht sich natürlich. Wieder ist Dennis mein Kontrahent. 23 bietet er. Und ja, wenn man so drauf ist, könnte man sogar den Grang losmachen. Aber der ist dann doch ein bisschen frivol. Wenn ich den Buben nicht ausspiele, sondern über die Dörfer gebe ich sehr leicht oder sehr wahrscheinlich 4 Stiche ab. Und das kann dann schon knapp werden. Da entscheide ich mich dann für das sehr solide, sehr gute Herzspiel. Das ist natürlich ein richtiger Riese. Wenn da jetzt nicht Pik zu dritt dagegen steht, dann wird das Spiel Schneider. Sieht allerdings hier so aus, als ob Pik zu dritt steht und Tosa Inu hat mit der 10 zu dritt, ist er in den Tiefschnitt gegangen, ist auch korrekt natürlich. Er hat eben schon Karo abgeschmissen, also ich war hier am Überlegen, ob es sich noch lohnt, Pik Dame fallen zu lassen und zu hoffen, dass hinten noch eine
Karolusche steht, aber das erschien mir dann unwahrscheinlich. Eher vielleicht die Chance, falls jemand in Pik geblufft hat. Auch das ist nicht der Fall, aber Dennis hat nichts mehr zum Wimmeln und so ist das Spiel also trotzdem Schneider geworden. Und jetzt hier das dritte Spiel. Da seht ihr, was ich meinte. Wieder ein sehr starker Eingang. Da macht es mir gar nichts aus, dass die beiden anderen noch ein bisschen mitreizen. Ich komme ja mindestens bis 36 Kreuzhand, bin jetzt aber schon für 23 dran. Find noch zur Verstärkung die Kreuzlusche. Das ist zu dünn für einen Grang, aber natürlich ein sehr gutes 7-Trumpf-Farbspiel. Trumpfrollen stehen jetzt auch noch zusammen beim Kreuzbuben, also besser kann ich es mir gar nicht wünschen. Jetzt, wo die Herzlusche fällt, ist das Spiel auf jeden Fall Schneider, denn es kann nur noch ein 21er Stich maximal geben. Also gleich die Karte gezeigt. Und das ist natürlich ein Start nach Maß. Drei schöne Spiele hintereinander. Selbst das vierte Spiel hier in Mittelhand, ein Ansatz. Aber da gehe ich jetzt nur bis 18. Die Beikarte ist dann doch zu dünn. Auch die Chance auf ein 0 zu gering. Also anreizen tue ich gerne mal so ein Spiel. Aber wenn da Widerstand ist, dann sinkt die Chance natürlich auch signifikant, dass sich mit der Findung was zum Guten bei mir verändert. Karo ist jetzt Trumpf. Ich tauche den zweiten Trumpf. Ich will ihn nicht gleich beschweren. Mein Partner macht nicht zwingen. Wenn Tosaino hier die Handvoll Trümpfe hat, dann haben wir Dennis schön am Haken. Dann kommt jetzt auf Kreuz noch der Abwurf Pik. Das ist allerdings nicht der Fall. Das Spiel war dann wohl doch ein wenig stärker. Da geht auch die Karte auf, also ein schönes Zwei-Farben-Spiel, keine Chance für uns. Da sind wir mit 34 Augen gut bedient. Und wieder drei Buben. Ist es denn zu fassen? Ist es denn eine Freude? Und ein Ass natürlich noch, das Ganze in Vorhand. Und dann bei Passe, Passe. Na, was heißt das? Natürlich Kreuz, Bube und Herz, Ass, würde ich sagen. Gucken rein, wohlgemut, schon fast den Grang angesagt. Und dann liegt drin Pik, Dame und Karo 9. Und jetzt haben wir unser erstes großes Problemspiel. Fünf Trümpfer mit einem Seitenass. Nicht so schön. Sechs Trümpfer ohne, komplett ohne Beikarte, auch übel. Also man kann in 1000 Varianten hier drücken. Man kann wahrscheinlich alle vier Farbspiele vertretbar irgendwo ansagen. Na, den Herz vielleicht noch am wenigsten, weil wir da die 10 haben. Also da muss es jetzt glücklich laufen. Man kann 7 Augen drücken, man kann irgendwie 13 oder 14 drücken. Ich habe mich hier letztendlich entschieden, den Pik zu spielen. Und jetzt mal eine Farbe zu drücken, und das hatte ich ja schon mal so vorgetragen, das hat sich bewährt, direkt mal mit der Schwäche antreten. Also Herz Lusche raus und hoffen, dass die Jungs im ersten Stich nicht die Eier in der Hose haben, hier zu schnippeln. Oder, und das Gefühl hatte ich jetzt allerdings, das Herz Ass fiel hier so schnell, das war wahrscheinlich blank. Schön erstmal, dass es raus ist, aber wenn es blank war, dann droht jetzt natürlich die Herz 10 abgestochen zu werden. Das ist auch der Grund, warum ich jetzt erstmal Karo Bube spiele. Ich hoffe also, dass ich erstmal noch am Stich bleibe, dass vielleicht nochmal getaucht wird. Und es war ja schon glücklich, dass eben kein Kreuz auf den Tisch kam, sondern Karo. So, jetzt hier der zweite Nackenschlag, wenn man so will. Vier Trumpf auch noch dagegen. Das heißt, Tosaino hat noch zwei Trümpfe mit der Trumpf 10. 30 Augen liegen. Gut, wenn ich nur 28 in Kreuz abgebe und die Herz 10 heimgeht, dann kann es noch was werden, aber das ist natürlich leichter gesagt als getan, denn es wird jetzt natürlich nicht Kreuz kommen, sondern kommt wieder Karo, und das ist natürlich vergiftet, denn wenn ich abschmeiße auf 0 Augen, dann geht mir die Herz 10 mit Trumpf 10 wahrscheinlich vom Tisch, zumindest das meine Vermutung. Das will ich dann doch nicht riskieren, da steche ich lieber und gucke erstmal, dass ich die Trumpf 10 abhole. Jetzt ist es natürlich dadurch leicht möglich, oder wäre leicht möglich gewesen, dass die Jungs nicht die 28 in Kreuz machen, sondern da die Herz-Dame noch mitnehmen. Das hat Dennis jetzt aber hier mit dieser kleinen Unschärfe vermasselt. Er schmeißt zweimal Herz ab
und muss mir deswegen jetzt hier die Herz-Dame geben und hat auf die Kreuz 10 noch eine Lusche und das ist jetzt mein großes Glück, denn dadurch gewinne ich tatsächlich mit 62. Also das war hier die erste Fliege, die mit viel Muscle nach Hause gegangen ist. Nach so einem Schock, nach so einem schlechten Spiel kann man dann auch mal in aller Ruhe passen, wenn man so einen Müllhaufen hat, einmal durchatmen und jetzt in aller Ruhe mal schauen, was die anderen denn so anzubieten haben. Das beruhigt die Nerven. Und bei dem guten Stand liegen wir mit 4-0 jetzt ausgezeichnet im Rennen. Schwarz ist Trumpf, natürlich rübernehmen, dann kurzer Weg, die lange Farbe, offensichtlich gleich hier eine Schwäche irgendwo erwischt, Ass Lusche, Dosaino geht in den Schnitt, damit komme ich jetzt natürlich mit dem siebten Herz, um ihn unter Druck zu setzen. Hier wird ein bisschen überlegt, es ist ja klar oder ziemlich offensichtlich, dass es hier nur fünf Trümpfe sind, sonst hätte sich Dosaino vermutlich eben mal mit einem Buben aus der Deckung gewagt. Also Dennis wird da wahrscheinlich noch rüberkommen. Und dann hängt unser Erfolg ein bisschen davon ab, wie die Qualität der restlichen Beikarte bestellt ist. Da muss man allerdings sagen, ein Trumpf wird hier nicht vergessen und die Beikarte sieht mit zwei weiteren Assen auch so gut aus, dass wir dann zwar 57 bekommen haben, was eine Menge ist, aber nicht ganz ins Ziel gekommen sind. Siebtes Spiel. Fünf Trümpfer in Pik mit Ass 10 Ass an der Seite, muss allerdings hier 23 halten, also Pik Hand. Den will ich natürlich spielen, die Karte ist mir zu gut, es ist aber auch klar, dass das jetzt ein Spiel mit, ja, Chancen auch ist für die Gegenpartei. Mir fehlen die Trumpfvollen, ich habe die Karo Lusche. Es ist die Gegenreizung, also vier Trumpf dagegen oder aufwärts, dann kann das natürlich ganz, ganz eng sein. Es kann auch eine Herz drin liegen, was nicht gut für mich wäre. Und der erste Trumpfstich sieht zwar einen Moment weit gut aus, kann aber natürlich auch bedeuten, dass es ganz stark bei Tosaino dagegen sitzt. Ich muss mich aber jetzt doch erstmal freuen, dass Kreuz Ass zu Hause ist und die Trumpf 10. Und es kann natürlich auch mal für mich gut liegen und der Kreuz Bube drin sein. Von daher setze ich mit Herz Bube fort und die gute Nachricht, es fällt hier das Trumpf Ass. Das bedeutet, Trumpf stand gar nicht so schlimm. Trumpf Ass und 10 nur bei Dennis. Und wo jetzt das Herz Ass läuft, es fehlt noch Trumpf Lusche und Karo Bube, kann ich in Ruhe einmal die Trumpf Lusche auch rausspielen, denn ich bin jetzt schon kurz vor 60. Die Karo 10 alleine langt mir schon. Herz 10 geht durch, das heißt Trumpf Lusche noch im Stock. Und insofern jetzt mit dem sechsten Trumpf im Skat ganz ungefährdet gewonnen das Ding. Das achte Spiel ist natürlich mal wieder gar nichts. Das ist das Schöne, da kann man auch beim Reizen nichts verkehrt machen. Jetzt wird Grand gespielt. Gut. Esse oder fresse. Mein Partner hat auch noch mitgereizt, also vielleicht hat der zwei Buben, also denke ich doch, ja, ich werde einfach mal meine Vollen auf den Tisch hauen. Das war jetzt natürlich noch nicht so viel, was da aus Karo Ass fiel. Vielleicht kann mein Partner hier abschmeißen auf Karo, aber er sticht mit dem Alten auch noch. Das ist natürlich nicht das, was ich mir hier vorgestellt habe. Und jetzt ist auch noch die Pik 10 hochgespielt und Abwurf Herz, also damit hatte ich nicht gerechnet und damit sind wir jetzt sogar Schneider geblieben. Das war natürlich ein bisschen glücklich oder auch unglücklich angefasst, aber gut, kann ich mir eigentlich keinen Vorwurf machen. So, Spiel 9. Bisher läuft es sehr gut, aber ich bin eigentlich nicht jemand, der auf Läufe achtet oder daran glaubt. Wenn es gut läuft, kann ich auch Fliegen reizen. Ich habe aber hier Herz Ass 10 zu 4 mit zwei Buben und eine 10 zu drücken, also 18 ist es mir wert und erneut finde ich hier Grütze, Kreuz, Doppellusche. Jetzt habe ich natürlich absolut kein gutes Spiel.
Und Vorhand könnte man vielleicht sogar noch den Fünftrümpfer Kreuz spielen. In Hinterhand ist das vom Tempo her einfach nicht realistisch, wo mir auch noch Kreuz Bube fehlt. Da werde ich nicht meine Herzflotte hochgespielt bekommen. Da spiele ich lieber den Herz, auch wenn das jetzt natürlich ein absolutes Graupenspiel ist. Da muss ich schon auf Kreuz 2 zu 2 hoffen und auch sonst auf einen einigermaßen glatten Verlauf, dass ich Pik Ass vielleicht bekomme oder ein Karo in vollen bekomme. Und da ist es natürlich schon mal nicht gut, dass Karo gerade auf den Tisch kommt. Aus der 10 wahrscheinlich ausgespielt. Trotzdem, ich habe nichts abzuwerfen. Steche also den zweiten und fange hier immerhin die Karo 10. Das bedeutet erstens mal, ich habe natürlich ein paar Punkte im Sack. Zweitens aber die letzte Karo Lusche, der siebte Karo, wird bei Dennis sitzen. Von daher schon jetzt eine Überlegung, ob ich mit dem Buben fortsetze, um es zu möglichst in Hinterhand zu gelangen. Aber das kann ich ja sowieso nicht erzwingen. Ich habe mich dann doch entschieden, hier nur eine Trumpf Lusche auszuspielen, in der Hoffnung, dass Dennis dann vielleicht einen Buben nehmen muss, um darauf zu gehen. Aber er kommt hier mit der Dame an Stich und jetzt muss ich natürlich abschmeißen und hoffen, dass es ein bisschen glücklich für mich läuft. Und das tut es aber nicht. Hier an der Kreuz 7 zu sehen, Hinterhand schmeißt die blanke Kreuz weg und das ist natürlich zu leicht, zu offensichtlich, alles verraten. Jetzt weiß auch Dennis, dass er mit den Kreuzvollen auf den Tisch kommen kann und da geht es hin, da geht es hin, das Spiel völlig ohne Chance. Jetzt ist die Herz 10 natürlich auch noch in großer Gefahr. Ja, was heißt denn Glück? Jetzt wird übergestochen, dadurch bekomme ich immerhin die Herz 10 heim. Und es stehen hier auch noch die vier Trümpfe, also 44 habe ich bekommen. Und das, wo ich nur 18 gesagt habe, also im neunten Spiel kommt der erste kleine Rückschlag, wie es denn beim Skat so häufig und so üblich ist. Also erstmal ein wenig zurückfahren wieder, gucken, dass man nach so einem Vorfall jetzt nicht die Nerven verliert, schwache Spielereiz, um es wieder rauszuholen und sich dann erst recht reinreißt. So, 4 Trumpf dagegen, mit einem Trumpf rollen, deswegen den ersten Trumpfstich erstmal laufen lassen. Ja, Kreuz 10 geladen. Gut, 2 Trumpf hat Dennis nur noch, aber wie sieht seine Beikarte aus? Gar nicht so einfach jetzt hier zu spielen. Er hat eben noch einige unbekannte Karten in der Hand. Jetzt ist es kein Kreuz, das heißt, er wird vermutlich dann noch zu den 5 Trümpfen den Drilling in Pik dabei haben. Wenn das der Fall ist, dann können wir hier allerdings nicht gewinnen. Ich teste das hier allerdings, beziehungsweise ich glaube, wir sind schon im Ziel und er hat eben gerade noch Pik Lusche abgeworfen. Ja, was rede ich? Da haben wir es wieder. Kommentieren und Zuschauen gleichzeitig ist manchmal ein bisschen kritisch. Wir hatten ja einen Trumpf, die ganzen Vollen. Also das Spiel war gegen 4 Trümpfe leicht hinüber. Entsprechend die ersten 40 Punkte jetzt auch eingefahren. Wieder 4 dagegen. Entsprechend nach diesem Stich natürlich Hoffnung, gerade nachdem jetzt noch Pik kommen kann und ich einfach abschmeißen kann, hat Dennis hier ein Problem bei seinem Sechstrümpfer, denn er hat ungünstig Trumpf angefasst mit einem Buben, ist aber ja normal mit den drei unteren Buben. Nun saß ausgerechnet der Kreuzbube blank. 4 Trumpf noch dagegen. Sein Spiel war mit Ass zu dritt und dem Blanken gar nicht so schlecht von Haus aus. Wir haben es aber glücklich getroffen. Erstmal mit dem Ass seine blanke Lusche und dann stehen die restlichen Vollen, die wir hier brauchen, noch bei meinem Partner bzw. das Karo Ass konnte Tusa Ine noch bei mir wimmeln, dann die 4 Trumpf dagegen. Das war dann ohne Trumpf Volles jetzt ein wenig zu dünn. Trumpf Ass hätte sich Dennis noch angeln können, das hätte aber auch nicht gereicht. Von daher ein Doppelschlag ins eigene Tor von Dennis, der sich damit erstmal ein wenig aus dem Rennen genommen hat, beziehungsweise die Karte ihn aus dem Rennen genommen hat. Und das ist jetzt der Moment, wo Tosa Inu
auch ein wenig aus der Deckung kommt, wo es bei ihm ein bisschen anzieht von der Karte. Dass er nun bei 23 Pik spielt, ist natürlich nicht unbedingt eine gute Nachricht. Wo ich hier drei Trümpfe habe, der muss ja mit Zweien sein. Und da kommt es jetzt auch gar nicht überraschend, das Herz Bube fällt im zweiten Stich, also sechs Trümpfe und mein Trumpf Ass ist auch hinüber. Das macht noch vier unbekannte Karten, also alles mitnehmen, was Beine hat, versuchen aus dem Schneider zu kommen. Beziehungsweise, wenn es ein sehr schwaches Spiel ist, wenn noch ein Drilling etwa in Karo dabei ist, dann lässt sich vielleicht ja auch ohne Trumpfstich gewinnen. Deswegen kläre ich jetzt hier gleich Karo. Das zeigt jetzt natürlich auch einiges über die Karte. Es werden wohl dann nur noch zwei Kreuzen in der Hand sein. Wir haben jetzt 36 liegen. Wenn also das Kreuz Ass bei meinem Partner ist, dann können wir noch gewinnen. Von daher gehe ich hier auch gleich mit der 10 rauf. Aber ich ahne jetzt schon, dass nur Tosaino das Ass haben kann, sonst hätte Dennis es wohl gespielt. Von daher biete ich hier auch gleich Schenken an. Und so ist es auch. Wir haben das Maximum rausgeholt und sind einmal mehr gut aus dem Schnell. Da haben wir natürlich jetzt hier wieder einen Ansatz. Drei Asse, eine 10 und ich bin für 18 dran. Und jetzt, wo ich nicht dran gedacht habe, wo ich gar nicht mehr gehofft habe, dass man wirklich gut drin liegt, da ist es dann soweit. Da sage ich immer, man soll nicht zu sehr dran denken, dass die Buben drin liegen sollen. Wenn du es tust, dann findest du nur Mist. Wenn du einfach die Gedanken freilässt, mal 18 rufst, dann kannst du auch mal vier Augen finden ohne König. Ist das nicht herrlich? Jetzt bin ich ja natürlich schon ein bisschen am Überlegen, soll ich den Pik König noch mit runter tun aus Sicherheitsgründen bei diesem Gang, wo ich ja nur drei Farben habe. Aber dann habe ich mir doch gedacht, die Siegchance ist auch so groß genug und mit dem Pik König im Blatt, beziehungsweise sauber gedrückt im Karo König, habe ich hier vielleicht die besten Schneiderchancen. Nun stehen die Jungs zusammen. Zum Glück fange ich hier die Pik Dame, damit bin ich jetzt bei 40, brauche nur noch die beiden vollen durchziehen. War noch mal kurz am Überlegen, ob ich es mir erlauben kann, trotzdem Pik jetzt unter rauszuspielen auf Schneider, aber da fehlen dann doch noch ein paar Kreuzen zu viel. Das kann dann sein, dass ich am Ende volle zuschmeißen muss und so willst du das Spiel natürlich nicht verlieren. Also besser Sicherheit zuerst, die Punkte durchziehen, die Asse durchziehen und ungefährdet den Gang gewinnen. Und Spiel 14, es gibt ein Anschlussspiel, ein Fortsetzungsspiel. Zumindest wieder drei Asse, eine 10 in Vorhand, das halte ich natürlich, 20 ist kein Problem. Die Findung jetzt nicht überragend, aber immerhin der fünfte Trumpf im Kreuz. Und ich entscheide mich jetzt hier, gerade weil ich auch ohne drei Spiel und beide Trumpf vollen habe, nicht glatt zwei Karos zu drücken, sondern die Herz-Lusche mitzudrücken. Damit steigere ich meine Chancen, die Trumpf vollen zu verstechen in der zweiten Herzrunde und oder in der zweiten Karo-Runde. Außerdem ist das Spiel nicht ganz so leicht zu durchschauen, wenn ich alle Farben in der Hand habe. So, es kommt auch direkt Herz und nach der Eröffnung bin ich natürlich auch froh, dass ich die Herz-Lusche im Keller habe. Das sieht erstmal ganz gut aus. 21 jetzt. Trümpfe stehen allerdings sehr wahrscheinlich zu viert, denn es traue ich jetzt noch die beiden Buben zu, wo jetzt der Pik-Bube eben schon bei Tosaino fällt. Und leider muss man sagen, leider hat Dennis auch hier den richtigen Riecher, dass die Herz 10 im Keller ist. Er geht nicht, dass die Herz Lusche gedrückt ist. Er geht nicht mit der Herz 10 rauf und damit macht er es mir natürlich ein bisschen schwer. Klar, wenn ich hier steche, dann bin ich noch lange nicht da, wo ich hin muss. Dann langt mir das Pik Ass alleine auch nicht und vor allen Dingen droht mir dann nach Pik Ass, Trumpf 10 und König abhanden zu kommen. Also ich habe schon ein bisschen überlegt, was jetzt hier am besten ist. Nach einiger Bedenkzeit dann die Karo Lusche fallen lassen und sehr glücklich kommt jetzt natürlich Pik auf den Tisch hier für mich, sogar die 10 dabei. Da kann ich mich natürlich bedanken, beziehungsweise hier sieht man, Pik stand sogar 2-2. Ist vielleicht auch ein bisschen, sage ich mal, das Glück, dass ich, oder da zehre ich auch davon, dass ich manchmal auch querdrücke mit einer blanken 10 spiele, anders abschmeiße. Und es wurde mir hier offenbar nicht zugetraut, dass ich wirklich den Blanken fallen gelassen habe, beziehungsweise es wurde trotz alledem hier aus der Pik Dame zu dritt gespielt. Und das war natürlich glücklich, beziehungsweise
Da die Pik 10 blank stand, war das Spiel, was ich noch nicht wusste, sowieso auf Sieg gepolt. Das Spiel war ja durchaus mit ein bisschen Nervenflammern von Flimmern. Von daher habe ich jetzt mit diesem Blatt hier in Hinterhand keine 20 mehr geboten. Wenn Mittelhand gepasst hätte, wäre sicher was anderes gewesen. Aber gerade wenn Mittelhand auch spielen möchte, dann muss ich in so ein 5-Trumpf-Spiel mit nur einem Seitenass nicht mehr unbedingt rein. Den Karo haben wir natürlich auch jetzt schnell ausgeguckt, zweimal Stechfarbe schon gefunden. Das ist für uns natürlich gut, dass der Spieler hier, dass Dennis zweimal direkt sticht, auch in die wenigen Punkte. Das deutet natürlich darauf hin, dass er entweder ein sehr starkes Spiel hat, zwei Farben nur hat, oder dass er noch eine ordentliche Schwäche in Pik mit dabei hat, mindestens zwei Karten. Dann kann es natürlich schwer werden. Und hier sieht man es, mein Partner sticht schon rein. Zwei Pik tatsächlich bei Dennis. Aber er hatte gut genug gedrückt mit der Pik 10, sodass er hier schon auf 65 aufsteht. Sechzehntes Spiel von 36. Ich habe mir hier nochmal 18 rausgequält, aber mehr dann auch nicht. Karo Hand wird gespielt. 36 haben wir nach zwei Stichen liegen. Das ist natürlich kein schlechter Start, aber es ist auch kein schlechtes Spiel, wie man hier sieht. Auf den Kreuzbuben fällt schon die 10. Und da war es das dann mit unserer Herrlichkeit. Pik 10 ist ganz offenbar beim Alleinspieler auch kein Kreuz. Damit sind wir mal wieder nur gut aus dem Schneider gekommen. Ja, die Karte lässt hier ein bisschen nach. Das Wetter draußen ist herrlich. Ich würde sagen, gleich zur Hälfte, Beispiel 18, ziehe ich eine kleine Pause ein. Das muss dann für den Moment reichen. Die zweite Halbzeit folgt dann bald. Und bis es soweit ist, schauen wir uns jetzt hier nochmal den Rang von Dennis an. Da muss es ja jetzt auch mal wieder aufwärts gehen nach diesen paar Rücksetzern und dann keine Karte. Und jetzt auch mal wieder ein Spiel, was ganz offenbar ohne größere Probleme ist. Ein Abklapp-Grang, bei dem wir nur 27 bekommen haben. Da bin ich doch noch mal mit 18 dabei im 18. Spiel und komme auch ran. Eine gute, eine schlechte. Na, Karo Bube, der ist natürlich extrem wichtig. Wenn hier gar nichts drin liegt, dann bin ich wieder am Lamentieren und habe es wirklich schwer. So kann ich mit 8 Augen im Keller noch einen ziemlich guten 6-Trümpfer spielen, wobei natürlich die Beikarte Kreuz 8, 9 Dame auch immer ein wenig anfällig ist. Wenn Kreuz 3, 1 steht oder sogar 4, 0, dann kann es schwer werden. Jetzt hat sich das Spiel hier aber ziemlich gut entwickelt. Trumpf wurde gleich rausgenommen, dann fällt gleich Kreuz Ass und 10. Das bedeutet, nach diesem Trumpfstich ist das Spiel jetzt schon gewonnen. Jetzt gibt es noch zwei Stiche, einen auf Kreuz König, einen auf Kreuz Bube. Kann ich auch an sich einmal Kreuz rausspielen und Kreuz stand ganz artig. Das war scharf gespielt von Tosa Inu aus der einfach bestellten 10. Das hatte er hier ganz schnell auch gesehen, dass dieses Spiel nur mit einem scharfen Antritt überhaupt zu lösen ist. Aber da konnte er mich in dem Fall nicht mit erschrecken. Also Halbzeitstand 683, 8 zu 1. Das ging schon mal ziemlich gut los und ob es so weiterläuft, das schauen wir dann beim nächsten Mal.